wenn wir gemeinsam ein schönes Wort sagen. Bierfass! Nirgends sind so viele strahlende Gesichter zu sehen wie auf Hochzeitsfotos. Klar, da freuen sich alle mit dem Brautpaar. Und wenn man dann so ein Wetter und so ein Ambiente hat, dann kann der Tag für alle Beteiligten doch eigentlich nur wunderbar werden. Und Salzburg bietet die perfekte Location für den wichtigsten Tagesordnungspunkt. Im Standesamt im Schloss Mirabell gibt es einen der schönsten Trausäle der Welt. Der Marmorsaal ist logisch heiß begehrt. Wer hier einen Termin ergattert, kann sich glücklich schätzen. Das wissen auch die Gäste dieser Hochzeit, die hier ahnungslos aufs Brautpaar warten. Im Saal weiß keiner Bescheid. Das Hochzeitspaar allerdings, das steckt mit uns unter einer Decke und freut sich drauf, alle Freunde und Verwandten reinzulegen. Zusammen mit ihm hier, meinem Vorzeigeösterreicher David. Heute in einer seiner Paraderollen als Standesbeamter. So, grüß Gott. Bitte nehmen Sie Platz. Liebes Brautpaar, sehr geehrte Gäste. Wir haben uns heute hier eingefunden, um Sie beide, da muss ich jetzt ganz kurz nachfragen, die Braut, können Sie mir bitte nochmal Ihren Namen sagen? Nein. Ach, sind Sie nicht die Frau Brenner? Ah, okay. Dann handelt es sich jetzt um eine Verwechslung. Ganz kurz bitte. Ich fürchte, wir haben vielleicht eine Doppelbuchung. Kann es sein, dass Sie die Billigvariante gebucht haben? Ja. Ja, das tut mir leid, das hat mir die Sekretärin falsch aufgeschrieben. Dann müssen wir jetzt hinuntergehen. Tut mir, wie gesagt, sehr, sehr leid für das Missverständnis, aber es kommt jetzt nämlich gleich hier die Gesellschaft, die auch wirklich bezahlt hat, hier für den schönen Marmorsaal. Sie haben den Pegasus-Saal gebucht, unten im Erdgeschoss, wenn ich Sie bitten darf, mir zu folgen. Danke. Pegasus-Saal? Billigvariante? Kann eigentlich nicht sein. Da muss was auf dem Amt schiefgelaufen sein. Was Sie alle noch nicht wissen, im Pegasus-Saal finden Mitarbeiterschulungen statt und so sieht er auch aus. Aber immerhin, er hat Tageslicht. Können Sie da vielleicht die Tür aufhalten? Oder was? Aber der Marmorsaal hat dann doch ein bisschen mehr hergemacht. Die Trauzeugin ist not amused. Alles gut. Kommen Sie herein, nehmen Sie Platz. Machen Sie es sich gemütlich. Es tut mir sehr leid, wie gesagt, falls das nicht so vorgesehen war, aber ich habe mir was, wir werden das jetzt so machen, dass wir ein bisschen eine Stimmung hineinbekommen. Wir haben ja eine Kamera, die wir einschalten können, wo Sie von oben sehen. Für das Flair, dann sehen Sie ein bisschen, wie es oben aussieht. Ja? So. Ist ein schlechter Scherz, oder? Okay. Naja, so schlecht ist er nicht, der Scherz. Und er geht ja weiter. Hören Sie das? Ja, irgendwas summt da ja. Eine Pantry-Küche im Trausaal? Und der Geschirrspüler läuft auch noch. Ja, tut mir leid, das ist noch von der vorigen Sparhochzeit, aber wir haben einen schönen Schmuck. Warten Sie denn. So, ein bisschen festlich machen wir es Ihnen schon. Ja, in dem lassen wir das zu machen, oder? Machen wir gleich. Ich muss aber noch, Sie wissen eh, wie das bei der Budgetvariante ist, darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie hier im Nachhinein einen Sekt bestellen können für 4,50 Euro das Glas Sekt, Sekt Orange. Unfassbar, jetzt vertickt der Typ hier auch noch seinen Billigschaumwein. Passend zu Salzburg. Gut, dann, wenn Sie bereit sind, darf ich ganz kurz das Brautpaar noch mal kurz zu mir bitten. Ich brauche nämlich da noch eine Unterschrift bitte von Ihnen, wenn Sie mir ganz kurz, können Sie mir ganz kurz da unterschreiben, das haben wir vorher noch vergessen, hier bitte. Diese Unterschrift vor Zeugen wird noch für eine Menge Spaß und Ärger sorgen, aber dazu kommen wir gleich. Liebes Brautpaar, sehr geehrte Gäste. Jetzt beginnt erstmal der offizielle Teil. Recht herzlich hier im Schloss Mirabell. Sie geben mit Ihrem heutigen Ja vor Ihren Trauzeugen und vor Ihrer Familie und Freunden ganz offiziell bekannt, dass sie zueinander gehören. So, jetzt darf ich bitten, die Trauzeugen aufzustehen. Ja,
Herr Ivanovic, haben Sie ein Naheverhältnis zu einem der beiden Brautleute? In welchem Sinne? Gibt es kein intimes Verhältnis zur Braut? Nein. Nicht jetzt und auch nicht in der Vergangenheit. Auch nicht in der Zukunft. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Musik. Sie dürfen sich bitte beide wieder hinsetzen. Es hat sich ja das Brautpaar für die heutige Zeremonie einen ganz speziellen Titel gewünscht. Ja. Leider ist es sich auch hier finanziell nicht ausgegangen, dass wir eine Liveband haben, aber Sie haben ja den Organisten gebucht, den Herrn Edmund, den wir Ihnen zuschalten. Moment, da brauche ich wieder. Was? So, und wer von Ihnen wollte mitsingen? Es ist mein Wunsch, dass meine Tochter singt, meine Nichte und meine älteste Schwester, bitte. Die sind nicht alle begeistert, aber der Wunsch der Braut ist quasi Befehl. Die Tochter erkennt die Musik. Die Trauzeugen auch. Sie mit Schrecken, er als alter Rocker, eher erfreut. Es ist der Klassiker für den Weg in die Ehe. Highway to Hell. Ja, jetzt den Refrain können Sie. Achtung, alle bitte. I'm on the highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Trauen Sie sich bitte ein bisschen mehr. Kann man vergessen. Dann schalte ich das jetzt aus. So. Das tut mir jetzt natürlich leid, dass da Ihre Gesellschaft nicht Ihre Erwartungen erfüllen konnte. So, gut, ganz kurz ist jetzt natürlich in der Budgetvariante die Werbepause. Moment, ganz kurz. So. Und den Werbeslot hat ein Scheidungsanwalt gekauft. Wussten Sie, dass 36% aller hier geschlossenen Ehen wieder geschieden werden? Wir wünschen Ihnen viel Glück. Aber das reicht eben nicht immer. Ruhe bitte. Es ist ganz wichtig, dass Sie da ruhig sind. Das ist ein amtlicher Akt. Sie hören jetzt auf. Ich glaube, Sie sind sehr unglücklich in der Situation. Ich glaube, es ist jetzt genug. Vielen Dank. Nein, vielen Dank. Ich danke Ihnen schon, aber Sie wissen schon, dass wir hier ein Protokoll haben, das wir einzuhalten haben. Alles gut. Und das kommt ja nicht von irgendjemandem von der Stadt Salzburg. Und im Protokoll ist es nicht vorgesehen, dass sich der Brautzeuge annähert. Ist mir egal. Ich sage meine Meinung und die zählt als für alle, weil ich da spreche für alle. Okay, dann halt Schluss mit Werbung. So, dann schalte ich Ihnen wieder den Marmorsaal ein. Und im Marmorsaal oben tut sich was. Da ist ein Brautpaar. Um Gottes Willen, jetzt ist oben schon die Hochzeit. Dann muss ich da jetzt aber schnell rauf und das kurz erledigen. Darf ich Sie bitten, dass Sie mir ganz kurz warten? Ich muss da oben schnell Bescheid geben. Bleiben Sie bitte ganz kurz. David ist raus, aber Stanka, die Braut ist ja noch da. Und sie als Lockvogel macht's die ganze Zeit schon großartig. Es ist ein gottverdammter Geschirrspüler im Raum. Sie hat hier alles im Griff. Du machst doch jetzt nicht wirklich einen Sekt auf. Doch, macht er. Genau. Hui! Allerdings. Es tut mir wirklich leid, es sind nur 4 Gläser da. Und kurz darauf kommt David zurück. Kommen Sie bitte herein, bitte, wenn Sie kurz Platz nehmen. Er hat das Brautpaar aus dem Marmorsaal im Schlepptau. Mir ist da leider ein Fehler unterlaufen. Kommen Sie bitte nach vorne zu mir. Es ist leider ein peinlicher Fehler, ich muss dazu sagen, ich mache das noch nicht so lang. Sagen Sie mir noch einmal Ihren Namen, bitte. Jovic Duschko. Jo, Sie sind nicht der Herr Kambas Hanifi. Nein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe leider, wurde das von der Sekretärin falsch vorbereitet. Und ich habe jetzt den Herrn Kambas Hanifi mit der Frau Stanka Smajic vermählt. Das ist der Herr Hanifi. Das ist natürlich ein Fehler, oder würden Sie ihn nehmen? Nein! Okay. Nein! Dann ist es alles kein Problem, wir werden das klären. Im Sinne auch des Brautpaares, ich habe von oben gleich mitgenommen das Scheidungsformular, wir füllen das einfach kurz aus. Dann darf ich ganz kurz bitten, Frau Smajic, wenn Sie mir kurz unterschreiben. Kauf jetzt ein Haus, oder? Das sind die Scheidungspapiere, wenn Sie das ganz kurz hier unterschreiben, einfach bitte. Die Trauzeugin ist am Ende. So,
Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Viel Glück. Gut, dann beginnen wir jetzt mit der Trauzeremonie. Ich lade Sie jetzt zu diesem festlichen Anlass alle miteinander herzlich ein in die Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Wir haben es gekriegt und wir haben gesagt ja. Ja. Nur wir haben es gewusst. Ja, nur wir haben es gewusst. Jetzt gehen wir in Mamas an. Hier ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Und das Brautpaar waren unsere Komplizen. Ja, danke. Wir waren's groß. Also, jetzt habt ihr es schon mal so weit geschafft. Jetzt, finde ich, könnt ihr auch noch weiterhin dranbleiben. Guckt euch am besten diesen lustigen Film in der ARD-Mediathek an oder ihr schaut euch dieses Video an. Aber am allersichersten ist, ihr abonniert uns den ganzen Kanal. Hier. Danke.